Fürs Gesicht? So? Hosenklopper hier. Hosenklopper. Bisschen Sand. Kann er mit Kindern spielen auch. Das ist irgendein Schläger für irgendeinen Ball, den sie haben irgendwo. Richtig, damit fängt man Bälle. Und noch mehr, man trägt sie sogar umher, um sie anschließend in ein Tor zu werfen. Was aussieht wie eine Mischung aus Eishockey, Football und Schmetterlingfangen, ist die, so sagt man, schnellste Sportart auf zwei Beinen, Lacrosse. Im Stadion des Berliner Sportvereins BSC Rehberge trainieren jeden Montag die Damen- und Herrenmannschaften des Vereins Victoria Lacrosse. Trainer Jan erklärt erst einmal die Spielregeln. Lacrosse spielt man 10 gegen 10 und es kommt darauf an, den Ball ins Tor zu schießen. Und solange die andere Mannschaft den Ball hat, muss man natürlich versuchen, sich den Ball zurückzuholen. Und um das zu machen, darf man halt auch mal ein bisschen mit dem Schläger den anderen bearbeiten. Der dreht den Schläger immer so, damit der Ball nicht rausfällt, weil dann wird der Ball von der Zentrifugalkraft schön in das Netz gedrückt und fällt nicht raus. Deswegen müssen wir immer mit so einer Drehung übers Feld laufen und dann schnell das Tor machen. Vor 9 Jahren hat Jan den Sport für sich entdeckt. Seit 3 Jahren trainiert der 28-jährige Energieberater die Herrenmannschaft. Lacrosse ist für mich einfach der spannendste Sport, den ich bisher ausprobiert habe, weil Lacrosse unheimlich viele verschiedene Sportarten vereint. Man muss unheimlich schnell sein, man muss mit Köpfchen spielen und man darf halt auch richtig Körpereinsatz zeigen und den anderen wie beim Eishockey mal tackeln. Und das macht die Sache einfach zu einer unheimlich interessanten Kombination. Was hart aussieht, ist auch hart. Ohne zu tackeln, also den anderen anzugreifen, geht hier nicht viel. Die Ausrüstung ist daher das A und O. Rund 200 Euro kostet das Gesamtpaket inklusive Schläger. Alles, was am Schläger ist, gehört zum Schläger und den Schläger darf ich mit meinem Schläger berühren. Das heißt, wenn es mal auf die Hände geht, brauchen wir die Handschuhe, damit sich da niemand verletzt. Oder wenn ich hinter dem Spieler herlaufe und versuche, oben an den Ball zu kommen, dann geht es mal so rüber, dann braucht man diese Armpads, damit auch nichts passiert. Und zu guter Letzt haben wir natürlich den Helm, dass man im Eifersgefecht, wenn man der Ball irgendwie nicht gefangen wird, nicht ins Auge bekommt, haben wir hier den Helm oder auch, dass kein Schläger an den Kopf kommt. Trotzdem bleiben Verletzungen beim Lacrosse nicht aus. Ich bin auf dem Arm, so ein Slash, ne? Nennt man das. Wie geht's dir? Ja, also man kann es nicht so unbedingt schön bewegen, aber bis hierhin geht's schon. Bei den Damen sieht das ganz anders aus. Hier gilt, schon ein leichtes Schubsen ist ein klarer Regelverstoß. Architekturstudentin Hanna, Lacrosserin im 7. Jahr und seit kurzem Trainerin der Damenmannschaft, erklärt den Unterschied. Beim Damenlacrosse ist der Schläger deutlich flacher, deshalb fällt der Ball einfacher raus. Und das hat zur Folge, dass wir weniger körperbetont spielen und als Ausrüstung nur einen Mundschutz benötigen. In Deutschland gibt es 44 Lacrosse-Vereine. Noch vor 20 Jahren war der Sport hierzulande gänzlich unbekannt, obwohl er seit 1867 professionell gespielt wird. Ursprünglich stammt Lacrosse von den Indianern Nordamerikas. Die Stämme trugen mit diesem Kriegsspiel ihre Konflikte untereinander aus. Blaue Flecken, durchnässte Ausrüstung, ausgepowerte Muskeln. Das Training auf dem Platz geht zu Ende. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,